Hallo Juliane. Hallo Caro. Wie geht's dir? Ja, richtig gut. Ja, wir haben uns ja lange nicht mehr über den Garten unterhalten. Ich glaube, wir unterhalten uns in letzter Zeit wieder extrem viel drüber. Das stimmt. Ist schön. Also, aber wir hatten dann kein Mikro dabei. Das haben wir jetzt geändert. Ach so, ja, jetzt sind wir wieder hier in voller Klangqualität. Und das hört man hoffentlich auch, dass wir hier richtig gut jetzt aufgerüstet haben, dass man uns gut versteht. Mhm. Genau, wir hatten es letzte Woche im Podcast quasi ausgemacht, wie das Thema in dieser Woche sein soll. Mhm. Also jeder, der diesen Podcast letzte Woche gehört hat, weiß, was ihn oder sie jetzt erwartet. Und wer ihn noch nicht gehört hat, der macht jetzt hier Stopp. Hört erstmal die letzte Folge oder das letzte Jahr durch. Wir haben ja schon 62 Folgen. Ja, das ist jetzt verrückt, die 62. Ne? Nee. 63 hatten wir doch schon. Ja, stimmt. Diese erste Intro-Folge, die zähle ich immer nicht mit. Aber ja, okay. Ja, nee, genau. Und stimmt, oder 63? Ja, egal. Oder 64? Ach, I don't know. Aber guck mal, das ist also schon ganz über schön 60, viel. Ja. Bald, dieses Jahr können wir wahrscheinlich noch die 100 voll machen. Wow. Aber wir gönnen uns dann zum Winter auch wieder eine Pause, ne? So wie ja, wir das dieses Jahr gemacht ja, haben. Ja, ich glaube auch. Das hilft uns beiden. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Jetzt nee, machen genau. wir erstmal die nicht Saison. Über den Abschied. Nee, die Saison startet. Und wir müssen ja jetzt auch loslegen. Das Thema war nämlich... Soll ich es sagen? Ja. Wir planen meine Beete. Beetplanung. Und, ja, genau. Und meine können wir gleich mitplanen, weil ich habe auch noch keinen Plan. Also Beetplanung von einem Mischkulturbeet. Von genau. Mischkulturbeeten. 2024. Wenn man das alles nachlesen will und sich das auch alles notieren will, dann bietet sich dazu ja eigentlich allerbest unser Gartenplaner das an. Das stimmt. Da haben wir ja so ein... Also so ein Raster hinten drin, ne? So ein bisschen wie so, sieht so ein bisschen aus wie so Millimeterpapier. Da kann man dann sein Beet drauf skizzieren. Ja. Und dann kann man jetzt mit reinzeichnen, was wir so ansagen. Genau, was man so. Deswegen, also ladet euch den direkt vielleicht nochmal digital runter auf Etsy. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Super, damit ist der erste Werbeblock schon mal durch. Also los geht's. Los geht's. Beetplanung. Das Ding ist ja, wer jetzt noch nicht zugehört hat in den letzten Folgen, Caro hat ein ganz frisches neues Beet. Sie hat wirklich, wann hast du angefangen? November? Hast du alles platt gemacht? Ja, genau. Aber es ging ja dann leider nur so Schritt für Schritt und ich war nicht so schnell, wie ich wollte, weil immer wieder Frost und Schnee und so dazu kam. Was total schön ist, also ich liebe ja so einen Winter, wenn wir auch mal ein bisschen Schnee haben, der dann auch liegen bleibt. Aber in meinen Gedanken war das so, ach, der ganze Winter wird wieder mild ohne Ende. Ja. Ich mache das dann im November schön platt. Ich baue das im Dezember auf und im Januar kann ich dann irgendwie die ganzen Beete mit Erde befüllen und im Februar sehe ich aus. Also das war so der Plan. Und lief dann anders. Es lief anders, hat mich völlig aus dem Konzept gebracht mit dem Schnee. da irgendwo unter dem Schnee war dann auch meine Motivation vergraben. Ja, meine auch. Und genau, deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen. Genau. Aber jetzt passend, das Frühjahr klopft an die Tür. Ja, richtig schön. Und das Ding ist ja, du hast jetzt aus hattest du zwei oder drei Beete? Na, ich hatte zwei Beete und das Tomatenhaus, ja, also okay. Im Prinzip auch ein Beet, ne? Ja, und das aus denen hattest du, das waren so, sagen wir mal, so 20 Zentimeter hohe Beete, ne, so vom Boden aus. Und jetzt hast du richtige Hochbeete. Wie hoch sind die? Naja, also das eine Beet war 20, das andere 40 Zentimeter. Ja. Und jetzt sind die 60 und 80 Ja, der hoch. Ist ja trotzdem ja, schon genau. mal ganz schön also hoch, eigentlich ne? verdoppelt, verdreifacht, sag ich mal. Genau. Und hast du das gemacht, weil du jetzt schon so ein bisschen ans Alter denkst und an deinen Rücken? Oder warum gehst du jetzt auf Hochbeet? Nee, also das ist so eine Mischung. Einmal ist es natürlich extrem bequem. Ja, ich merke das jetzt auch schon. Also ich sage ja immer noch, dass ich Anfang Mitte 30 bin, obwohl es jetzt eigentlich schon in die andere Richtung läuft. Aber ey, wenn man den ganzen Tag da auf der Erde kraucht und ne, immer in dieser einen Haltung irgendwie da irgendwelche Beikräuter rauszupfen muss oder so, das, also man merkt es schon, finde ja. ich. Nö, und dann ist es ja aber auch so, dass das extrem ertragreich sein soll, so ein Hochbeet. Also das habe ich ja sehr oft jetzt bei anderen Gärtnern auf Instagram oder auch bei Freunden schon gesehen, die dann immer so einen unglaublich krassen Ertrag daraus geholt haben. Und ich sag mal, meins war halt, mein Beet vorher war halt mit 20 Zentimetern jetzt natürlich nicht extrem hoch, aber ich hatte das eigentlich nach unten hin ja auch noch ausgehöhlt. Mhm. Also ich hatte nach unten hin sozusagen zwar, also Erde, aber habe da auch diese Sachen reingepackt, die man in ein Hochbeet schichtet. Ja. Nur, dass ich halt eben kein Holz drumherum hatte, sondern Erde drumherum hatte. Aber da waren dann unten auch, da waren Hölzer drin,
Da war dann so Reisigschnitt drin. Mhm. Ich habe Laub da reingepackt. Dann hatten wir nochmal Grassoden draufgelegt. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich erst Erde draufgepackt. Also ja, auch wie schon so ein unterirdisches Hochbeet. Genau, so eigentlich schon ein bisschen wie ein unterirdisches Hochbeet. Aber was man ja auch sagen muss, bei einem Hochbeet, was jetzt so oberirdisch ist, kommt natürlich viel schneller auch die Sonne dann genau, du ran, bist näher, ne? An der Sonne. Du bist ja sozusagen näher an der Sonne. Auch die vier Seiten, sag ich mal, werden schon schnell gewärmt. Und dieser ganze Prozess da drin mit die ganzen Regenwürmer starten ihre Arbeit und so, das kann natürlich dann alles auch ein bisschen früher im Jahr anfangen. Mhm. Ja, gute Punkte. Ich habe ja auch so eine Art Mini-Hochbeet vorne am Haus und sehe auch immer, dass man da sehr gut drin gärtnern kann. Ja. Weil ich habe auch noch normale Beete. Deswegen, die Beetplanung jetzt ist eigentlich ja auch ein bisschen unabhängig von der Beetart. Ja, also man genau. könnte zum Beispiel jetzt, es gibt ja ganz viele, die neu anfangen, die nehmen einfach die No-Dig-Methode, packen so ein bisschen Pappe auf die Erde und dann machst du da eben ein bisschen Kompost und Erde drauf. Mhm. Und dann kannst du dann anfangen auszusehen. Ne? Das geht auch, ohne irgendwas umzugraben total. Und so weiter. Ja. Muss man sich gar nicht machen, die Arbeit. Nee, genau. So hatte ich ja auch mit den Kartoffelbeeten angefangen. Mhm. Und ja, oder man hat schon Beete. Also das ist jetzt eigentlich alles egal. Aber wie würdest du jetzt vorgehen? Ne? Du sitzt ja jetzt vor so einem leeren Beet und überlegst so, okay, jetzt geht's los. Die Aussaat startet wahrscheinlich direkt dann ab März, ne? In so einer Woche. Und dann, ab dieser Woche diese sozusagen. Woche, ja. Ich bin durcheinander mit den Daten. Ich denke ja auch immer noch, es ist Januar. Das ging ja so schnell vorbei bis jetzt, das Jahr. Ist schon wieder ein Viertel um. Ja, ja. Nee, eigentlich nicht, aber es wird nicht besser. Ja, wir rechnen nicht weiter heute. Eigentlich sind nur zwei Monate um. Und davon noch der kurze Februar. Obwohl, der hat einen Tag mehr gehabt. Ja, das ist jetzt plötzlich der lange Februar. Ja. Extrem lang. Egal. So, also wie würdest du denn jetzt starten? Mhm. Also insgesamt starte ich ja tatsächlich immer auf einem Blatt Papier. Weil das hilft mir, wenn ich das aufzeichne und aufmale. Und meistens gucke ich dann auch, wie groß sind die Beete. Also ich male mir die so maßstabsgetreu wie möglich. Ja. Sicherlich mit ein paar kleinen Fehlern, aber male ich mir die sozusagen auf. Mhm, so grob, ja, genau. Ja, so kenne ich das auch. Ja, und meine Beete haben jetzt so ein Format von 80 Zentimeter mal 1,20 Meter. Mhm. Und ich habe davon 9 Stück. Ja. Und ich habe dann zusätzlich noch so eine Art Tomatenunterstand, nenne ich ihn mal. Okay. Ne? Also so einen Bereich, wo nur Tomaten hinkommen, die Freilandsorten. Ja, und die sollte man sich auch alle mal einmal aufzeichnen. So mache ich das auch immer, dass ich auch immer grob dann bezeichne, wo die ungefähr sind. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel auch welche, die sind sonnenverwöhnter, sagen wir es mal so, als andere, wo die Sonne nicht so schnell hinkommt. Ja, genau. Ja. Also das sollte man sich vielleicht auch schon mal gleich markieren, wenn man dann die Beete aufgemalt hat. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ja, und dann lege ich mir eigentlich so ein bisschen zurecht, wie so eine kleine Liste, kann man auch aufschreiben, was möchte ich eigentlich anbauen? Ne? Mhm. Also, dass man also mal was so ein, schmeckt dir sozusagen? Genau, was schmeckt dir, was nehmen wir jedes Jahr wieder in die Beete, was will ich gar nicht haben, das schreibe ich natürlich auch nicht auf, ne? Aber dass man auch mal so eine Liste und so eine Idee davon hat, wie viele Kulturen muss man eigentlich unterbringen? Also genau. Wenn ich jetzt nur Gurken und Tomaten anbauen möchte, dann reicht der Platz natürlich dicke aus. Aber, naja, kommt auf die Menge an. Ja, genau, aber wenn ich jetzt noch 35 Kulturen zusätzlich anbauen möchte, dann wird das vielleicht schon auch irgendwann ein bisschen schwierig, das alles unterzubringen. Also wie gesagt, ich mache dann so eine Liste und gucke, was habe ich eigentlich alles da und beispielsweise von Erbsen schreibe ich dann auch beide Sorten Erbsen auf, die ich habe. Also so, dass ich weiß, ich brauche für die Erbsen nicht nur einen einzigen Platz, sondern ich brauche dafür vielleicht sogar zwei oder drei Plätze. Ja, das ist eine gute Idee. Und bei dieser Ideenfindung sollte man vielleicht sich auch nicht nur auf Gemüse fokussieren, sondern ne, man kann ja schon mal drüber nachdenken, wenn man erstmal so brainstormt, was esse ich allgemein gerne. Ne? Also packe ich dann da noch Obst mit rein, also sozusagen Erdbeeren zum Beispiel oder Physalis. Ja, du hast doch Erdbeeren in deinem Beet mit drin, ich habe die, da ist circa, was ist das vielleicht, ein Fünftel oder so, ist so ein Streifen Erdbeeren. Die kommen ja dann auch immer wieder. Und dann kann man natürlich auch nach Kräutern und Blumen und so kann man sich alles, also erstmal alles wild aufschreiben. Und danach würde ich auch sagen, da macht man sich Gedanken, wann müssen die ausgesät werden? Und halt, wie auch gerade gesagt, so Kräuter und Erdbeeren zum Beispiel, die kommen ja immer wieder. Oder Rhabarber, da muss man auch einplanen, okay, das sind halt mehrjährige Stauden und die bleiben halt im Beet. Ne? Die
werde ich wahrscheinlich nicht nochmal, also die kann man alle ja auch umgraben und umsetzen, aber theoretisch sind die dann fest an diesem Platz, wo du sie initial eingräbst. Ja, und man will das ja vielleicht auch gar nicht unbedingt umpflanzen. Nee. Dafür sind es ja mehrjährige, dass man sie einfach da drin lassen kann. Genau, ne? Aber viele haben ja auch immer, also wollen ja wirklich die Beete komplett leer haben, ne? Dann am Ende des Jahres abdecken und nichts mehr damit zu tun haben. Und deswegen, ja, glaube ich, muss man schon so ein bisschen dran denken. Gerade bei Rhabarber, der wird halt auch immer größer groß, einfach. Ne? Ja, der wird wirklich groß. Okay, gut. Aber dann hast du dir sozusagen deine Sorten erstmal aufgeschrieben, die du hast. Aber würdest ja vielleicht auch noch entdecken, was du noch brauchst an Saatgut, ne? Ja, genau. Also jetzt, genau, an Saatgut natürlich. Also das, ich würde erstmal gar nicht überlegen, welches Saatgut habe ich da, sondern ich würde wirklich irgendwie gucken, was will ich anbauen. Und dann würde ich halt schauen, wie du gesagt hast, ist das vielleicht, also ist das eine Direktsaat oder ist das jetzt irgendwas, was ich voranziehe? Und vor allem auch, zu welchem Zeitpunkt möchte ich es haben? Also weil... Ach so, wann du ernten willst dann. Genau, ja. Oder also ne, wann ist das jetzt irgendwie eine Kultur, die ich dann eher in dem Sommer nochmal aussehe und dann anbaue? Oder ist das etwas, was jetzt schon im März dann tatsächlich ins Beet soll? Und wenn das so ist, dass das etwas ist, was ich im Sommer erst anbauen werde, also erst aussehen werde oder ins Beet setzen werde, dann gucke ich sozusagen, was ist denn die passende Kultur, die ich in dem Zeitraum davor dorthin setzen kann. Also da gucke ich dann schon mal grob. Ich weiß nicht, ich möchte gerne einen Grünkohl im Sommer nochmal aussehen, damit ich den dann wiederum im Herbst und Winter ernten kann. Dann weiß ich, davor könnte ich zum Beispiel eine Frühkartoffel setzen, weil wenn ich die Frühkartoffel geerntet habe, dann ist danach der Platz da. Und der Boden gut vorbereitet. Der Boden gut vorbereitet und dann kann ich den Grünkohl einsetzen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber das klingt auch alles schon so ein bisschen sehr professionell. Ich glaube, wir haben vielleicht auch viele Anfängerhörer. Ja, genau. Aber ich glaube, deswegen kann man vielleicht ganz gut gucken und das erstmal so kategorisieren, genau, auch auf einem Zettel sozusagen. Vielleicht so einen Zeitplan sich nochmal machen, ne? Dass man das erstmal, bevor man es in die Beete einzeichnet, erstmal aus dieser Liste der ganzen Gemüsesorten ja erstmal sich zeitlich überlegt, wann werden die ausgesät und dann gucken, wo ist denn eigentlich jetzt eine Lücke, also zeitlich. Und genau, was kann ich davor machen? Sowas auch so wie Spinat oder so schnelle Kulturen, Salat und so. Das geht auch immer als Füllmenge. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Und dann hast du deinen Zeitplan schon fertig und danach geht's ja an die Planung im Beet. Genau. Und da, genau, wollen wir ja natürlich immer die Mischkultur bewerben. Ja. Weil wir ja jetzt nicht sagen, du hast ja 9 Beete, machst du ein Beet Salat, das zweite Beet Tomaten, nee, das dritte Beet... Das wird es bei mir nicht geben. Genau. Und wir würden alles bunt durcheinander mischen. Also man würde in den Garten kommen und das Beet wäre eigentlich grün mit verschiedenen Blättersorten, mit verschiedenen Pflanzen. Das wäre vielleicht ein bisschen wild. Ja, so wie es bei dir letztes Jahr aussah. Man ist ja dann eigentlich gekommen, hat geguckt und... Nichts egal, gesehen. Nee, egal, wo man hingeguckt hat, man hat immer wieder was Neues entdeckt. Ja. Ja, kann man positiv auslegen. Nee, findest du nicht, dass doch, das doch so war? Ich hatte dann ja auch jetzt wild auch so Kamille und so mit drin. Das sieht schon schön aus, wenn so zwischen den Tomaten dann auf einmal da so ein Blümchen noch wächst und so. Ja, das stimmt. Nee, absolut. Ich bin ja auch Fan davon, wenn das ein bisschen wilder ist. Und diese Mischkultur hat eben auch immer einen Vorteil, dass das für Insekten wirklich eine Nährwiese ist sozusagen. Die kommen gerne und die Schädlinge werden dann hoffentlich entweder von den anderen Insekten gefressen oder ferngehalten oder haben gar nicht die Chance, irgendwie unser leckeres Gemüse anzugreifen. Ja, genau. Das ist natürlich ideal. Ja, und dann würdest du es halt in Mischkulturen aussehen und da guckst du auch einfach, also viele hast du ja wahrscheinlich im Kopf, ne, wo du schon weißt, das geht mit dem. Aber wenn du jetzt was ganz Neues zum Beispiel hast, wie, sagen wir mal, Artischocke. Weißt du da aus dem Kopf die Mischkulturen? Na, Artischocke ist mehrjährig. Wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ich auch nicht. Müsste ich erstmal nachschlagen wahrscheinlich. Okay, und da würdest du auch dann einfach durch irgendwelche Bücher oder das Internet... Ja, da würde ich erstmal natürlich in unseren Gartenplaner gucken. Da steht es ja drin, das weiß ich. Ja, oder bei easygarden.fun auf unserer Webseite. Genau, da würde ich sonst auch gucken. Oder ich würde halt schauen, steht vielleicht auch schon irgendwas auf der Saatguttüte drauf. Da hat man ja auch manchmal Glück, dass das wirklich ganz gut auch schon so verinnerlicht ist von manchen Herstellern, die dann auch immer so eine Art Empfehlung irgendwie abgeben.
Genau, oder irgendwo, es gibt ja diverse Apps, wo man auch nachgucken kann. Das stimmt, gibt es auch viele, ja. Genau, also so, das würde ich irgendwie versuchen mal zu stöbern. Sehr gut. Und dann hast du ja eigentlich, also du würdest das dann, also die, ich weiß auch, wie deine Pläne aussehen, du malst wirklich mit so Symbolen dann in dein Beet, da was du ja dann aufgemalt hast, das Gemüse rein, wo du auch ungefähr weißt, ja, der Kohl, der wird wahrscheinlich relativ groß, so ein Wirsing oder so. Und die Karotten, da machst du einfach nur irgendwie Punkte oder so. Genau, so also ich mal, ja genau, also ich mal sozusagen das so ein bisschen auf dann, genau, das ist richtig, ich mach das auch immer gerne bunt, so dass es einfach irgendwie fürs Auge schon ein bisschen schneller erkennbar ist, wo sind da irgendwelche Grenzen. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht mache, ist, wenn auf einer Saatguttüte steht, ein Grünkohl braucht 50 mal 50 Zentimeter Platz. Ja. Weil ich weiß ganz genau, der wird ziemlich hoch, der Grünkohl. Mhm. Das heißt, ich kann unten drunter so richtig schön noch beispielsweise Tagetes pflanzen, weil die helfen ja auch dabei, dass der Kohlweißling den Kohl nicht so gut findet. Oder ich weiß, ich kann dann so einen Sellerie mit da drunter pflanzen, weil der hat auch dann Platz und profitiert auch ein bisschen dann von den großen Blättern, verschattet das so ein bisschen, damit die nicht so von der Sonne angegriffen werden und so. Also das heißt, ich gucke schon. Du hältst dich nicht an die Mal, also an ja genau, Maße. Also ich gucke schon, wie viel Platz. Also das ist ein wahrscheinlich eher größeres Gemüse, so der braucht schon ein bisschen mehr Platz, so. Aber ich, für mich kommt dann nicht in Frage, dass ich da nicht noch was mit zuzeichne, sage ich mal so. Ja, okay, das ist schon mal ein guter Tipp. Und wahrscheinlich hältst du dich auch gar nicht richtig an die Aussaatzeiten, oder doch? Die auf der Tüte stehen. Boah, das ist sehr schwierig. Nee, mittlerweile muss, natürlich nicht mehr. Ja. Also, weil man einfach ein Gefühl dafür entwickelt hat, was kann man schon wann aussehen. Und wie letzte Folge haben wir ja auch schon gesagt, die Natur zeigt einem jetzt halt auch schon, es geht los, die frühe Blüher kommen raus. Der Boden ist anscheinend jetzt schon so ein bisschen aufgewärmt. Ja. Also kann man locker jetzt, auch wenn noch mal kalte Nächte kommen, eben schon Spinat und so weiter aussehen. Genau. Also wenn man das haben möchte. Ja, vor allem, ich finde auch, was mir irgendwie hilft dabei, ist, dass ich mir die Pflanze vorstelle. Also ich weiß, so ein Grünkohl zum Beispiel hat ein extrem festes Blatt. Wenn da jetzt mal so kältere Temperaturen kommen, das macht dem natürlich überhaupt nichts aus. Wenn ich jetzt aber überlege, so eine Tomate, so eine Tomatenpflanze hat ja extrem dünne Blätter im Vergleich dazu. Da kann natürlich so ein Frost viel mehr, viel schneller eindringen. Anrichten. Ja. Ne? Also wenn man sich das auch mal so ein bisschen vor Augen führt und überlegt, ja, okay, das ist irgendwie, so sieht die Pflanze aus, dann hilft einem das auch, finde ich, um das ein bisschen bewerten zu können, ob das jetzt tatsächlich noch so kalt wird. Dass ja, aber das ist schön, ja. Und so kriegt man dann auch gleich ein Bild davon, wie sein Beet dann vielleicht irgendwann auch aussieht, genau. Wenn man sich das so dann so als Stadien so überlegt. Genau. Ja, perfekt. Und dann, genau, geht's nur noch um dieses Thema Düngen, weil ich glaube, oder halt ums Thema Boden, weil es ist halt so die Frage, habe ich ein altes Beet, was ich vom letzten Jahr noch habe, ne? Vielleicht einmal umgegraben, vielleicht sind da noch Pflanzen drin oder nicht. Wie würdest du das machen? Viele achten ja wirklich drauf, was habe ich letztes Jahr da ausgesät, was ist da gewachsen? Dann darf ich jetzt zum Beispiel nach so einem Starkzieher jetzt nicht nochmal einen Starkzieher darauf pflanzen. Wie siehst du die Geschichte? Würdest du es einfach nochmal machen mit der richtigen Düngung oder achtest du da wirklich auch penibel drauf? Nee, also ich achte da eigentlich gar nicht drauf, um ehrlich zu sein. Ja, ich auch nicht. Mir ist das total egal. Ich hab's auch komplett vergessen immer. Ja, ich mache das nicht. Ich weiß auch, dass viele Leute das irgendwie beherzigen und machen, aber ich muss auch sagen, die Bedingungen zum Beispiel für meinen Tomatenstand, da pflanze ich nichts anderes ein. Ja, also genau. Da kommen immer die Tomaten rein, weil das ist halt extra für die Tomaten dort gebaut. Also da kann ich die perfekt anbinden, nach oben binden. Sie haben da den perfekten Standort, weil da immer der Wind durchzieht. Das heißt also, ich habe immer trockene Pflanzen. Also da bleibt halt keine Feuchtigkeit irgendwie dran, weil der Wind trocknet die Pflanzen. Ich kann die nicht irgendwo hinstellen. Und das denke ich mir dann auch immer für andere Sachen noch so. Also es ist schon nicht so, dass ich jetzt denke, oh, in dieses Beet werden jetzt immer nur Kartoffeln reingepflanzt. Also ich wechsle da immer schon auch durch, aber ich achte nicht darauf, was dort vorher gewesen ist tatsächlich. Ja, ist bei mir auch egal. So. Also stattdessen nutze ich den nochmal Dünger. Also ich dünge das immer nochmal auf. Da kommt Kompost drauf zum Beispiel. Das ist nämlich die Lösung. So, wenn man nicht so daran denken will oder halt nochmal irgendwie auf alles achten will, wie der Boden gerade die Beschaffenheit hat, ist ja wirklich
Man bringt ja nochmal Kompost drauf. Wenn man ein Pflanzloch hat, dann packt man nochmal kleinen Dünger rein, Langzeitdünger vielleicht. Ja. Und man kann damit wirklich auch viel rausholen und die Erde immer weiter verbessern. Auch wenn dann gleichzeitig wieder neue Pflanzen drin sind, die Erde wieder ausmergeln sozusagen. Ja, genau. Oder die Nährstoffe draus nehmen. Und da hast du ja auch mehrere Tipps. Ich weiß, einen habe ich dir auch mal geklaut für Tomaten, aber da will ich jetzt so einen Cliffhanger machen. Das verraten wir erst in der ersten großen Tomatenfolge, wie wir die düngen. Aber du hast auch noch einen anderen neuen Lieblingsdünger seit letztem Jahr. Ja, genau, seit letztem Jahr. Wir haben ja als Partner Ecolets und das sind Schafwollpellets, die zum einen so eine Art Wasserspeicher sind, aber eben auch Dünger sind. Genau. Also ein ganz natürlicher Dünger, der aus Schafwolle besteht sozusagen. Richtig und die zersetzen sich. Wenn man gießt, halten die eben das Wasser auch noch. Und das ist zum Beispiel etwas, womit ich zum einen das Beet eben allgemein aufdünge, aber auch eben nochmal immer in die Pflanzlöcher mit reingebe dann. Ich finde den auch ganz gut. Wir haben ihn das letzte Jahr das erste Mal probiert und oder ausprobiert. Probiert nicht, das klingt wie, als hätten wir ihn gegessen. Ja. Aber und da war es so, ich hatte es dann im Gewächshaus verteilt und dann dachte ich zuerst, ob das jetzt wirklich gegen Schädlinge oder gegen Schnecken soll es ja auch gut helfen, ob das wirklich hilft oder nicht. Aber wirklich, als ich einen Tag später nochmal in das Gewächshaus gegangen bin, dann dachte ich mir, okay, es ist klar, dass es hilft. Es hat schon sehr nach Schaf gerochen. Ja. Also im Gewächshaus merkst du es, aber natürlich draußen gar nicht. Mhm. Und ich finde es halt so schön, weil es ja eigentlich sozusagen wie eine Art Abfallprodukt ist, was wir nochmal benutzen können in den Beeten und halt so wertvoll ist. Und da würden wir euch auch einfach den Link wieder in die Shownotes packen. Ja, genau. Wir haben einen Link in den Shownotes. Und wer Ecolets Schafwollpellets einmal ausprobieren möchte, der kann auch mit unserem Code die einmal bestellen. Steht also, auch in den Shownotes. Findet man auch in den Shownotes. Genau. Und das ist aber auch wirklich ein Produkt. Also wir empfehlen das jetzt nicht nur so, sondern weil wir das tatsächlich getestet haben und auch für gut befunden haben. Also es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz guter Dünger. Lässt Absolut. Sich auch total gut portionieren, ne? Also weil das eben diese Pellets sind. Ja. Und halt genau, wir würden es halt nicht mehrere Jahre machen, wenn wir es blöd finden würden. Genau. Ja, also deswegen, alles gute Tipps. Ich glaube, wir müssen uns jetzt alle ransetzen, Blatt Papier nehmen oder halt den neuen Gartenplaner. Und dann entweder digital auf Papier oder wie auch immer. Oder in der Excel-Tabelle kann man es ja auch machen. Ja, haben dann wir auch schon gemacht. Ja, die Beete planen. Und ich finde, das macht so richtig Spaß, wenn du dann so den Plan hast und vielleicht auch so Zeitpläne, dass du das Beet einmal im Frühling aufmalst, dann nochmal im Sommer und dann nochmal im Winter. Mhm. Das ist so, man kriegt auf einmal richtig Lust drauf und kann sich vorstellen, wie was aussieht, ne? Wann man was erntet und so. Und dann will man gleich raus in den Garten und loslegen. Ja, ich finde das Gute auch so am Aufschreiben und wie du gerade gesagt hast, zu gucken, wie sieht es im Herbst und wie sieht es im Winter vielleicht aus oder im Frühjahr versus Herbst. Man erinnert sich dann auch immer gleich nochmal, ich muss dann nochmal eine Aussaat starten im Sommer zum Beispiel. Ja. Dass man das auch nochmal auf dem Zettel hat und sich überlegt, was kommt denn da eigentlich noch? Also das finde ich ist auch auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Und ein Tipp, den ich unbedingt, das haben wir gerade schon gesagt, aber das würde ich auf jeden Fall jedem nochmal ans Herz legen, ist, dass man Blumen mit einplant. Oh ja, also nicht nur Kräuter, sondern auch Blumen. Weil das einfach so hübsch aussieht. Das stimmt. Welche Blume wäre da dein Favorit? Also immer Ringelblume. Ah, okay. Funktioniert immer. Bei mir ist es immer Kapuzinerkresse. Ja. Ja, stimmt. Ringelblume ist aber bei mir, irgendwie kommt die nicht so gut. Ehrlich? Oh, also funktioniert bei mir sehr gut und sieht vorne schön aus. Ja, das stimmt. Die im Hochbeet hat sich auch richtig gut bei mir immer selbst ausgesät. Aber hinten geht's nicht so gut. Da geht eher die Tagetes. Ah ja. Aber die sind natürlich auch immer nicht so hübsch. Aber naja. Da geht es und Kapuzinerkresse auch immer richtig hübsch. Ja, kann man ja also auch alle komplett muss ich essen. Auch sagen. Kapuzinerkresse stimmt, ist eigentlich auch eine richtig, richtig schöne. Was ich dieses Jahr eigentlich mal machen wollte, aber ich glaube, den Punkt habe ich schon wieder verpasst. Ich wollte eigentlich mal Kamille im Beet haben bei den Tomaten, weil das soll ja auch sehr gut zusammen funktionieren. Aber da hatte ich bei mir einfach so eine Wildblumenmischung mal rausgestreuselt und dann kamen die. So mit den kleinen Blüten. Ja, aber ich will jetzt nicht irgendwie so eine Mischung hinstreuen, damit sich dann wieder alles andere durchsetzen und die Kamille nicht. Also ich würde dann, glaube ich, gezielt die Kamille mal aussehen. Ja gut, da bin ich gespannt. Das kannst du ja immer noch machen. Ja, ne? Weil es sieht ja auch sehr schön aus eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Gut. Super. Ja, also alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes. Guckt euch das auf jeden Fall da nochmal an. Ja.
Und ja, schreibt uns doch auch unbedingt mal, wie ihr eure Beete plant, wie ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ihr könnt das auch bei Spotify, da gibt es so eine Kommentarfunktion, ne? Da kann man nehmen wir das auch gerne. Genau. Über jede Bewertung freuen wir uns wie kleine Kinder. Also über Feedback. Wir freuen uns auch über jeden Hörer. Genau. Deswegen erzählt euren Freunden von uns. Genau, macht das auf jeden Fall. Und du hast dann jetzt noch das unnütze Wissen für uns heute. Ja, der beste Teil des Podcasts, finde ich. Der informativste meistens. Na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe wieder eine Frage für dich. Oh, zum Glück. Ich dachte, du hast schon wieder eine Bauernregel. Nein. Mit denen, die höre ich mir für besondere Anlässe aus. Also, was meinst du, weil wir ja jetzt auch über Gärten so viel gesprochen haben und über die Planung, was denkst du denn, wie viele Privatgärten es ungefähr in Deutschland überhaupt gibt? Privatgärten. Ja. 400.000. Ah, nee, das ist wesentlich mehr. 800.000. Nee. 1 Million. 17 Millionen. Nein. Privatgärten gibt es in Deutschland mit einer Fläche. 400.000 ist ja völliger Bullshit. Ja, klar. Aber die Fläche ist ungefähr, wenn du alle nebeneinander liegen würdest, wären es 680.000 Hektar. Okay, cool. Das wäre ein schöner Garten. Ja, Gott. Und dann, das sind aber ungefähr nur 2% der Gesamtfläche von Deutschland. Krass. Nur 2% sind Gärten. Das ist ja traurig. Ja, also es ist so die Frage, ob sie... Und dann sind da die Steingärten mit drin? Ja, das wollte ich gerade sagen. Oh ob mein das Gott. Wirklich dann auch so nur Wiese und dann noch ein Spielgerüst und die Hälfte ist ein Pool, ne? So ein Aufstellpool. So wie bei mir. Nee, du hast ja auch noch richtig viel Anbaufläche. Aber das siehst du ja auch auf. Genau, dann hast du noch ein paar Steingärten. Oh Gott. Ja, und dann natürlich so wie bei uns halt die Leute, die den Garten auch wirklich noch ein bisschen so zum Anbau nutzen. Aber da nutzen wir ja auch nicht die volle Fläche. Das ist ja dramatisch. Ja, das sollte jetzt eigentlich jetzt ein positives... Jetzt hast du die Stimmung hier voll runtergerissen zum Ende der Folge. Ach nein, deswegen müssen wir weiter missionieren gehen und immer weiter sagen, Gärtnern. Egal ob... deswegen müssen wir auch all unsere Follower dazu ermutigen, wenn man auch nur in der Wohnung wohnt oder einen kleinen Balkon hat oder wie auch immer, dann einfach auf dem Balkon weiter gärtnern oder im Haus kann man ja auch gärtnern. Oder was auch viele machen, sind ja so diese Baumscheiben, die so in der Stadt sind, ne? Wenn du dann so 3-4 Bäume vor der Tür hast, dass du die nochmal bepflanzt. Das hat meine Oma auch immer gemacht. Ja, und dann ist das halt auch schön. Ja, ne? Total. Also da kannst du theoretisch ja auch Gemüse anbauen. Das stimmt. Also überall, wo Erde ist. Ja, deswegen beende ich jetzt einfach mal den Satz und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder zu einem spannenden Thema, das wir jetzt noch nicht verraten wollen. Nee, aber genau, also ich freue mich drauf. Wird schön. Ich mich auch. Wird schön. Na gut, also ab in den Garten. Ja, dann bis bald. Tschüss.